Hallihallo, jetzt wieder bei Monster Hunter mit dem Zulux Master, mit dem Basti, mit dem Tom und mit mir. Ja, wir machen jetzt erstmal Ratian und Rathalos, was bestimmt ekelhaft wird, weil die immer zueinander wollen. Und dann schauen wir Hauptsache, mal, wir ne? uns mit Real Name nennen, mag einfach so Lux Master. Das wollte ich auch gerade sagen, mich nennt er nicht bei meinem richtigen Ja! Namen. That's racist. Echt, Mann, du Ja, bist das ist racist. jetzt racist, That's genau. Namesist. Nein, das habe ich nur gesagt, was halt dein Kanal ist und ist so, keine Ahnung, der Kanalname ist zum Beispiel. Ja, das stimmt. Ansonsten hätte ich das auch gesagt, wäre dein Kanalname jetzt XX Marco der Slayer XX, hätte ich dich auch Das Marco ist voll genannt. der irgendwie ekelhafte Kackname, Alter. Kackname fiel mir gerade nicht ein. Ups, hab ich dich jetzt weggeklatscht gerade? Ja, hast du. Marco the Slayer Ja, wahrscheinlich, ja, XXX. Marco XX Marco der Slayer XXLP, ne? Ja, LP. Ja, nee, HD. HD ist noch geiler. HDLP. Nein, LP ist ekelhaft. Aber nicht so cool, nicht so witzig ekelhaft, sondern so ekelhaft ekelhaft. Oh, macht die viel Schaden, das ist Wo ist die Destroyer? süß. Der Destroyer. Tom der Destroyer. Jetzt Ich meine, ist mein die alter Plus User-Name war aktiv. einfach nur Hunter. Aua! Tom, du sollst sie schlagen, nicht mich. Du sollst das Weib schlagen. Sehe ich wie ein Weib Ja, aus? sieht es teuer halt. Oh, warte, was Sieht ist denn gar hier? nichts! Alter! Können wir aufhören umzufallen? Aber ich habe auch gerade nichts gesagt. Das Ding geht. ist drin. Oh, guck mal, da ist Rathalos. Der wird bestimmt voll schwer und so. Oh, Rathalos regt sich auf, aber gleich seine Frau tot. Was will er tun? Vielleicht kann er Ja. sie besuchen. Was wird er tun? Stimmen Sie jetzt ab! Nein, oh Gott, der pinnt mich. Egal, dann kann er. Ich lass mich mal kurz fressen, weil dann könnt ihr die verprügeln. Komm, Ja, ver komm, komm, weg. verprü komm, verprügelt sie, ich werd gefressen. Rathalos macht nichts. Rathalos hat Besseres zu tun, als seine Freundin zu beschützen. Hauptsache dir noch ein Feuerball in die Fresse hauen. Ja, das passiert halt, wenn du ihn durchfressen lässt. Dann gibt er dir noch so einen Finisher mit. Ratian gibt dir dann noch so eine Kockschelle. Ratian-Platte. Kockschelle. Ja, die dich auch noch vergiftet. Ratian-Spark-Class. Also ich finde den Finisher-Move von Ratian eigentlich schlimmer. Ja. Der hat dich auch noch vergiftet. Obwohl der Von Feuerball Level von Joe killt dich Rathalos. halt so gut wie. Ja. Das überlebst du, glaube ich, gar nicht. Ich glaube nicht, ich glaube, der zieht dir das ganze Leben ab. Das ist ja irgendwie 5 Bisse oder so und du bist tot. Ja, sie will What the fuck? direkt wieder Sie kommt gleich abtauchen. wieder, ja, sie haut gleich wieder ab, ich muss sie auch zu knechten. Tot. Ja. Ja, Genau. als ob mich das getroffen hätte. Mit Call einfach. Wir haben Muss das kurz mal eben knechten. gemacht, ne? Gut. Ja, wir. Dachte ich mir aber auch gerade so, als du das so Ja, jetzt bin gesagt ich auch noch hast, dachte ich mir betäubt. kurz knechten und dann. Compl Complaining Hunters. Complainer. Ich hätte da wirklich easy callen bei den Critical Draw. Ja. Ist das die Punishing Draw oder so? Ich kann's nicht so easy callen. Ich meine, Ja, Draw. bei dir ist einfach alles critical. Dein ganzes Generell, Leben weil ist er Dual Blades hat, kritisch. alles. Ja, ist alles critical. Hä, warum ist meine Defense down? Welcher Angriff macht einen Defense Drop von der Ratte? Wahrscheinlich der Käfer, der hier rumgekrabbelt ist, hat dich angepinkelt. Boah, LMAO, ich habe mich schon gefragt, warum ich so viel Schaden nehme, ne? Oh, wie der Rat nervt, ne? Der überrennt mich halt die ganze Zeit. Meine Fresse. Das dritte oder vierte Mal jetzt. Feuerbälle, doch nicht. Nice, Marco. Nice Pre-Jump. Ja, ne? Easy. Hat Tailcut. sich gelohnt. Oh, verdammt, ich wollte wegstecken und nicht. Toll. Basti, Synchronrollen, war da. Yeah, keine Ausdauer. Oh yeah. Ja, mit Duels muss man da, glaube ich, immer ganz gut aufpassen auf die Ausdauer. Ah Oder ja, einfach wegen Noob, oder Dämon, einfach Noob ja. sein und hier Dash-Stöße Dämonenmodus trinken. spam. Ja, der ist süß. Also einer bin ich nicht. Kann ich mir eh nicht leisten. Ich bin zu greedy dafür. Der einzige Ja. Damage, den ich von ihm gefressen habe bisher, ist einfach nur, weil ich mich auffressen lassen habe, weißt du, und mich die ganze Zeit überrennt. No. Ich bin tot. Hast du dich Ich will geheilt? mehr. Nee, kein Bock. Kein Bock mich zu Jetzt nicht wipen hier. Jetzt müsste man sich vielleicht mal heilen. Ich hatte gerade irgendwie keine Lust, mich zu heilen. Ich dachte, ich zeig mal wieder die Base, weil die haben wir schon so lange nicht mehr gesehen.
Sandy Plains. Du meinst Sandy Plains? Ja. Guck mal, Leute, hier, so sieht das aus. Guck mal, könnt ihr voll gut sehen und so, weil ich die Kamera die ganze Zeit drehe. Viel Spaß mit der Ansicht. Ich hoffe, ihr habt eine Kotztüte bereit. Nee, aber also, wenn man einfach so keinen Fick gibt auf die Monster, weißt du? Dass man einfach gar keinen Bock hat, sich zu heilen, einfach nur stirbt, weißt du, wenn man die ganze Zeit überrannt wird. Wie fällt der aus, Alter? Was ist denn da los? Der müsste eigentlich schneller sterben. Ja, nee, macht er nicht, weil er die ganze Zeit nur fliegt. Ich wollte gerade sagen, wann haben wir ihn dann Damage reingedrückt, bitteschön. Der fliegt halt die ganze Zeit nur. Das ist ja der einzige Grund, warum der mehr aussieht, weil er halt die ganze Zeit nur in der Luft fliegt wie eine Bitch. Hat er nicht gesagt. Doch. Did you just assume? Er ist nicht gepankt. Guck mal, welchen Keks wollt ihr? Den hier oder den? What? Basti, hast du gesehen, wo er hingeflogen ist? Schwänze liegen direkt nebeneinander. Wie so Schokolade. Hallo, Rathalos. Ja. Rathalos. Oh, pfui. Kriegst du denn noch die Fresse? Okay, jetzt reicht's. Nee, jetzt reicht's. Hm, jetzt zurückgeschrecken. Boah, ich hab jetzt so keinen Bock zu Radian hinzugehen, um die zu kaufen. Haben eine Leine oder so, ich muss dir eine Leine nehmen. Mech danach. Er ist, läufig hier. Achtung. Ja, alles klar, Zielsuchender geht's nicht. Ja, der ist halt Zielsuchender, das fuck. Da musst du halt Hero Jump machen oder perfekt getimtes Rollen. Aber ich hab ihn noch nicht angegriffen. Lol. Schau, Rathalos. Nee, glaube ich nicht. Schon. Gleiche. Doch, ich meine, schau mit von wegen, er geht einfach da weg. Nein! Er hat mich da geschlagen, Tom. Was hab ich hätte ihm Arsch voll gegeben mit meinem Schwert. Seit Tom hat seine Duels gezogen und mich damit. Nee, ich hab den Arsch voll gegeben, ohne Scheiß, hast du das gesehen? Ey, du standst vor mir, du hättest mich gar nicht. Ich stand links neben dir, ich hab diesen Seitenhieb gemacht, den hab ich dich halt getroffen. Also. Spaß. Arsch voll. So war's die. Wie geht das? Rathalos fliegt immer nur ein Gebiet weiter. Was ist das für ein komischer Rathalos? Lol. Jo. Richtig aus der Luft gepflückt, ey. Hätte ich ein bisschen mehr aufgeladen, wäre er wahrscheinlich gestorben nach einem anderen Gebiet. Ja. Aber wie wir den aus der Luft gepflückt haben. Die Quest hat viel zu lange gedauert, Alter. Ja. Tom kommt an. Schlägt ihn. Er will gerade runterfliegen. Ich setze ihn mit, er ist tot. Das waren jetzt schon einfach 9 Minuten des Parts. Jo, krass. Muss dann die Radia anders nehmen. Ich muss die auch noch ausnehmen. Ah, jetzt meine Ausdauer, ist so scheiß klein. Speed-Taste? Nee. Nee. Ah, nee, hier ja nicht. Unter diesen Special Conditions. Ja. Die Super Combo-Taste vor allem heißt die, ja. Nein, die Super Combo-Taste ist was anderes. Genau, no, das ist nämlich mein Power-Button. Meinetwegen können wir die Speed-Taste die Drogentaste nehmen. Nee. Drogentaste. Buja. Weil Speed ist ja keine Droge. Nee. Gar nicht. Boah, 30 Wyvern Stones. Silberkrone. Trotzdem ist halt übel schnell gestorben. Was kommt denn als nächstes? Devil Joe. Ja. Da war ja was. Akuma Joe. Hakuna Matata? Akuma Joe. Gurken Show. Gurkenshow. Oh ja. Jedes Trinken, was ich gerade trinke, ist halt super duper toll angeblich. Powerful Flavor. Basti, sein Charakter freut sich. Yeah.
Oh, Urgent. Vierten Mal hintereinander. Wie, was, die Urgent? Ich hab die Urgent. Das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Als ob du den schon hast. Was hast denn du noch alles mit deiner komischen Super-Kombo, hast du da durchgespeedet? Die Super-Kombo, das verrate ich nicht. Du hast wahrscheinlich auch schon hier Allah gemacht, ne? Allah? Nee, Allah bestimmt nicht. Allah? Was ist mit Shovel Jaw? Nee, auch nicht, der hat ihn umgerührt. Ja, und den anderen und seinem Bruder? Ein Event, ja, habe ich einmal mit der Super-Kombo-Taste gemacht. Aber Shovel Jaw haben wir doch auch gemacht mit der Event. Nee, den noch nicht. Den gibt's ja nicht als Event. Ach so, ich dachte, ihr meint wegen Schaufel, dachte ich an den Typen da halt. Hier ist er. Weißt du? Ja. Kriegst du das noch hin mit hier Protect? Okay. Nee, weil ich auf Basti warten muss, bis er endlich im Gebiet ist. Ich lauf ja schon. Wie klein er ist. Jo, wie klein er ist. Mini-Joe. Safe? Ja, übelst klein. Die Mini-Gurke. Mini-Gurke. Bevor ich jetzt mit angreife. Der wird auch nie langweilig irgendwie. Ich weiß nicht, ich find, der macht immer Fun. Ich find den geil. Außer den Hungrigen, den mag ich nicht, weil der ist ekelhaft. Bedenkt bei. Au! Bei 2. Ne, bei 2 Ultimate war das, glaube ich, hat viel Schiss vor dem. In 2 ist er auch wesentlich schwerer, muss man sagen. Hat er viel weniger Recovery-Zeiten. Zum Beispiel, nachdem er da diesen komischen Mehrfach-Schnappangriff so nach vorne macht. Ja, da hat er hier so eine Recovery-Time, aber in 2 hat er absolut gar keine. Ja, aber man merkt ja, dass die Entwickler das auch so fanden, dass der noch ein bisschen bearbeitet werden muss, warum der jetzt hier halt auch in dem Spiel anders ist. Weil das ist ja praktisch der direkte Nachfolger von Troy. Der. Also die haben dann doch schon gemerkt, dass der Devil Joe dann doch nicht so ganz so das ist, was die eigentlich machen wollten. War doch ein bisschen zu krass. Ja, die wollten halt ein Spiel. Der hat auch viel zu viel AP gehabt, denn er hat aber die AP reduziert. Na, der hat immer noch für viel, aber man merkt es halt hier nicht, weil wir den halt übel zerschnitzeln. Hm. Ich will ja kein Fleisch mit Fehlern übrigens. Oh man. Ja, wenn nochmal Diablos kommt, kann ich dir auch jetzt schon callen, dass wir Schallbomben vergessen werden. Na, gucken wir nochmal als Eventquest oder so. Trotzdem Schallbomben. Mann, kannst vergessen. Du mal auf den Breakdance mit deinem Kopf zu machen, Alter? Yeah. Ja, der ist so scheiße am Kopf zu treffen, wenn der liegt, ne? Look at me, I am Captain now. Och, ey, dreh dich doch nicht immer weg von mir, Mann. Wie soll ich den Kopf treffen, Alter? Hässliche, komische Gurke, Alter. Nein, Passi! Es tut mir leid! Ich wollte gerade sagen, guck mal, so trifft man den Kopf, dann merke ich, dass ich dich so weggestaggert habe. Ich dachte, ja. Boah, ich kann nichts machen! Tom verprügelt mich! Yeah! Du bist ein Fiesling! Ein Unhold! Ein Rüpel! Ein Rüpel? Team Rocket aber bitte! Ja, mein Pokémon, die Möglichkeit hätte, die Rocket zu treten. Wann hat er mich mit seiner Shazama getroffen? Ich dachte, ich hätte mich immer durchgerollt. Na, er wird gleich mal wieder. Ich bleib aber ordentlich auf der Fresse eigentlich. Ich tot sein. Der humpelt jetzt. Ja. Ich muss jetzt erstmal. Try würde er niemals humpeln. Basti, der hat Schrei. Er da mehr HP oder in wie? In Try hast du 20 Minuten mit dem Vierer-Squad gebraucht. Jo.
Vielleicht waren auch einfach alle damals scheiße oder ich war scheiße. Keine Ahnung. Das kann halt allerdings auch sein. Ich weiß halt nicht, vielleicht war der echt halt genauso wie hier. Nur man weiß es halt nicht mehr, weil man halt so schlecht war noch. Das würde mich interessieren. Müssen wir mal wieder testen. Aber ich habe auch in Erinnerung, dass die Monster in 2 generell irgendwie viel, keine Ahnung, irgendwie stärker waren. Ja, weil, ne, das ist irgendwie so Easy-Mode, das Spiel. Ne, weil als ich damals auch das Twilight Play gemacht habe, da ist es mir halt auch wieder aufgefallen im Singleplayer. Selbst da, Alter, dass die Monster halt voll viel Schaden gemacht haben und so. Gerade auch wieder beim Gucken. Ja klar, ich bin gerade in das Gebiet rein, bin halb tot. Oh. Boah. Ja, und er ist tot. Nicht mal 5 Minuten, Alter. Nicht mal 5 Minuten. Nee. Das waren 2 unvorstellbar. Der Leck des Todes einfach. Man hat es trotzdem noch verstanden. Ist aber echt so, ey. Weißt du, Devil Joe, weißt du, der geht einfach unter 5 Minuten easy down. Ja. Na gut, der hat jetzt aber auch gut Schaden gefressen gehabt. Oh, Devil Joe. Aber er ist trotzdem bei Try nicht down gewesen. Trotz diesem kranken Schaden, den wir gerade zugefügt haben, quasi. Quasi. Quasimodo. Quasimodo. Oh, er ist richtig thick. LOL. Die ist absolut unlogischer einfach, wenn man hinter ihm steht, das Schwert von oben nach unten durch den Körper durchgeschlitzt bekommt und man einfach nach oben fliegt. Ja. Fuck your Physics. Ja. Physics. Boah, wie nochmal ein Devil to Jam einfach. Jawohl. Da denkt man Vangis, Alter, ne, Vangis. Für hart. Wenn man sowas trägt und dann eigentlich nicht. Nee. Also, weiß nicht, ich finde Devil Joe zum Teil, wenn man, selbst wenn man den alleine macht, ist der irgendwie einfacher als manches Kackvieh, ne? Wenn ich die Wahl hätte zwischen Shogun und Devil Joe, ne? Ich würde echt sagen, Shogun ist härter. Cool. Wer auch immer Shogun. Ja, deswegen, weil das ist eigentlich der Chip, der Mitchlord. Stimmt, den haben wir eigentlich voll vergessen. Ja, der ist es eigentlich, der ja. Ne, der eigentlich, ja, der Übel. Das ist der wahre Chip, der mitschlort. Wer, Shogun oder was? Ja. Ja, wir haben jetzt eigentlich nur 3 Minuten, aber lass eine Quest noch machen einfach. Welche Quest denn? Nagnaktor. Na, das wird ja nicht so lange dauern. Ja, lass die einfach noch jetzt in den Part reinmachen. Machen wir jetzt einfach nochmal wieder einen, der ein bisschen länger ist. Macht aber nichts. Nur Wasser ist gegen den gut, richtig? Ja. Und Drache auch. Und Drache auch? Ja, krass. Na, ich dann. Bald aber wieder Gift. Gift ist gegen alles gut. Ja. Ist immer, wenn nie, ist immer ein bisschen extra Schaden, von daher muss die Waffe muss ich nicht wechseln. Passt. Ich frag mich, warum Basti gerade die Waffe wechselt. Ich dachte, er hätte sein Devil Joe lang. Nein, er hat allerdings auch gerade Donnerrad gehabt, weil ich nur Sinnoh gemacht habe. Man muss halt dann schon irgendwie sagen, ist schon ein bisschen kacke eigentlich, dass man so fürs Let's Play, gut, dass ich halt nur Jagdhorn spiele, aber weiß nicht, momentan bockt das einfach so. Ich habe jetzt irgendwie nicht so Lust, irgendwie eine andere Waffe gerade zu spielen. Ich werde bei Unite aber was anderes spielen, da werde ich keinen Jagdhorn spielen, weil der Jagdhorn ist da einfach nicht spielbar. Ja, ich werde da Langschwert spielen. Könntest du einmal gerne mal irgendwie mal in so einer Erntetour mal ausprobieren. Das ist aber nur. Ja. Das ist auch gut. Muss man immer an Captain Falcon seinen Sterbesound, wenn er da oben rausfliegt. Ja. Donkey Kong war auch so nicht schlecht, so. Ja. Oh, geil im Gebiet. Tom, läuft bei uns. What? Achso, ja. Gar nicht realisiert. Gendorf ist auch gut. Ja, genau. Ancient Chart. Ancient Chart? Krass. Fuzium, ey. Goldcricket, ja, als ob die überlebt. Ich glaube, ich kann natürlich direkt bleiben. Wir sind ja schon im scheiß Vulkankrater, okay. Klar, easy, sie leben Käfer. Okay. Servus da, Knacktor. Erster High-Rank-Knacktor. Ja? Ernsthaft? Ja. Ich wäre vorsichtig, was mit dem Strahl, ne, wenn du deinen Strahl schießt.
Ja, hat man den nicht schon mal für irgendeine Farmscheiße gemacht, den Hangen? Nein. Warum macht der eigentlich so viel Schaden, Mann? Ich hab 450 Def, Alter. Der holt mich einmal, ich verliere die Hälfte meines Lebens, Alter. Lol. Seit wann macht der so viel Damage? Please no heat. Der macht. Ja, ja. Ja, mach ich gleich. Please! Oh fuck, er macht einen Schrei. Warte, ist wenn incoming. Du da nicht an ihn rankommst bei dem Strahl, dann GG, Alter. Ego jump oder du bist down. Lol, was für ein langer Schrei hat der im Highrank bei deinem Lowrank aus schon so? Ja. Oh ja, geil. Und jeder Scheiß, der dich trifft, verbrennt dich, man. Der Gletschercharakter ist so viel geiler als der. Der hier nervt einfach nur. Oh geil, ich hab ihn verspielt. Ach ja. Der ich hab immer noch meinen roten Balken von der Hitze. Geil. Nur ob ich es schaffe, bis er sich ganz auffüllt. Oh, wäre ich vorher getroffen. Frage der Fragen. Vor allem, ich muss ja nur so einen Roktor anfurzen und du hast den roten Balken. Ja, mich wo Agnaktor nur mit seinem Füßchen treffen und der ist weg. Das war gerade echt knapp. Sind wir jetzt voll buff? Ne, ich konnte noch Dings Damage muss ich noch machen. Ja, hab ich auch. Kam ich bisher noch nicht zu. Er wird jetzt eher auf mich gehen, von daher kann ich eh nicht spielen gerade. Ne, er geht auf mich. Ne, er hat mich getargetet. Ah, ne, nee, Basti. 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 Wir waren gerade nur am Tank getragen. Weil der eben direkt, weil der nämlich eben direkt unter mir rauskam, dachte ich, der targetet mich. Dann haben wir jetzt den Attack Boost. Lol. Ja, wie oft noch? Maximal gleich viermal. Das waren gerade 12 Potions, oder? Nee, das waren 4. So weit ich weiß, ich hab das nicht anders gesehen. Oh geil, ein kleiner Urraktor hat mich weggekickt. Okay. Ciao. Ey, Tom, wurdest du getroffen eigentlich? Also, nö, also ich hab doch gesehen, dass ich Max Leben hatte, dann wurde ich getroffen. Ja, genau! Ja, zieht zum Glück nicht viel ab oder so mit dem Strahl. Na, ist einer seiner stärksten Angriffe, ne? Nur seine stärksten Angriffe. Wenn ja, aber fällt. Dass der. Ja, ne? Mit der Rüssi einfach halb one-hitted. What the fuck, halb der gibt nicht um. Ich glaub, Schnabel ist aber trotzdem seine Schwachstelle, wa? Bitte. Ist nicht da sein Brustfell? Das ist die Schwachstelle. Er macht schon wieder, Und oh, direkt hier. Praktisch. Oh mein Gott, ich konnte nichts machen, Alter. Ich hab einen Trank getrunken. Ja, der tut weh, oder? Ja, ich hab ja schon einen Death-Up, ne, so. Ohne das wäre wahrscheinlich ein bisschen mehr am Arsch. Hast du einen Death-Boost? Wo hast du einen Death-Boost? Ja, der Mann sieht. Achso. Ne, ich hab ja auch einen kleinen Death-Boost dadurch, dass ich, das Gen-Langschwert spiele. Ja, ich muss jetzt safe fast saufen, sonst bin ich raus zu mir. Aber? Nur weil ich abgeprallt bin. Nein! Oh, du Lutscher! Okay. Die Later ging's nicht? Nein! Ist das dein Ernst? Humpelt halt auch schon. Jetzt sind gerade 5 Minuten vergangen. Und er ist vergiftet. Stimmt, so eine Lava. Nee, jetzt in der Lava so. Quest complete. Begrüßt den Groß, Wogi. Ja, genau. Wogi hat sich unterwegs. Was? Zu Agnaktor. Ich war gerade wieder so ein bisschen robotermäßig. Nochmal was. Ja, jetzt nee, nicht mehr. Das war nur ganz kurz. Woggy entwickelt sich weiter zu Agnaktor. Achso. Achso. Stimmt. No, ey. Ich brauche halt durchgedodged. Bin zwar eigentlich auf die Dodge-Taste gegangen, aber Angriff... Ja, natürlich macht er jetzt den Angriff.
Der Mister, wow. der ich Zielsuche dich angriff. Jetzt wo ja. ich sage, ach, ich brauch keinen Pott schlucken, dann machst du den Angriff, einfach aus Protest. Nö. Ist so umgekippt. Yeah, kein Loot für mich, wenn er jetzt stirbt. Wir können ja auch fangen einfach, ne? Nee, nicht. Oh, diese scheiß Katze, Mann. Ich bin jetzt geht's durch. Na, gibt sich ein schöne Grüße von mir. Okay, schöne Grüße von Tom, ja, genau. Ich dreh ihn kaputt, aber. LOL! Schnappe es mal. Ich hab ihn halt wirklich gerade getreten, ne? Na, Schnabel ist sogar noch mit dem letzten Schlag kaputt gegangen. Aber Basti, hast du auf den Schnabel draufgehauen? Nee, ich hab draufgehauen. Ach, hattest du gerade den Schlag angesetzt, oder? Oh? Okay. Ja, ich hab den noch am Schnabel getroffen. Ah, Tom, du schaffst es noch, glaube ich. Ja, schaffst du. Easy. Die Gabel. Scheiß Katzenvieh. Oh, im nächsten Part jetzt wird's noch lustiger. Shining dann. Charms und sowas farmen. Im nächsten Part kommt gleich nochmal zwei Agnaktore. Zwei direkt? Ja. Ja, nice. Aber einer reicht ja nicht. Ja, genau. Agnaktoren. Agnak-Karapos. Fuzium, du Fuzzi. Der feuchte Fuzzi. Feuer komplett habe ich gekriegt. Okay. Aber ich habe wenigstens noch einen Time Warn Charm bekommen. Ich habe zwei Stück bekommen. Nice. Ich glaube ich gar keinen. Ja, wolltest du nicht noch so geile Dingens haben? Transporter plus 9, was ist ein Transporter für eine Fähigkeit? Für Eier. Fast Charge. Wow. Der bringt es denn ja richtig. Ja gut, dann bedanken wir uns wieder fürs Zuschauen. Es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.